Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge auf der Lost Bag. Ich muss jetzt gleich hier die gute Laune nutzen und den Start in die Folge hier machen. Heute ist dabei der Martin, der Marcel, der Markus, der Basti und der Alex, der gerade nicht in dem Traktor sitzt, sondern hier irgendwie auf dem Silo. Jetzt dürfen alle mal Hallo sagen. Hallo, Ja, und guten Tag. Servus. Genau, und wie ihr schon seht, wir sind auf dem Weg zum Häckseln. Jetzt erübrigt sich auch die Frage, welchen Häcksler wir hier stehen haben. Ist es der Rostel Mesh? Rostel Mesh? Ja, irgendwie so. Ach, Rostelmasch, irgendwas, keine Ahnung, russische Firma, kennt keiner, aber. Rostelmarsch. Einfach Rost und dann weiß ich Bescheid in Russland. RSM 1403, Punkt. So, genau. Und was ich gerade gut finde, der Markus ist dabei und der darf euch jetzt mal erklären, wie das eigentlich mit der BGA läuft, mit dem Geld und so. Und wir fahren dabei mal auf Feld 36, oder? War das, Ja, glaube ich. genau. Ja, perfekt. Genau. Uiuiui. Ja. Driving Skills. Hecklenker, ne? Blöd. So, Markus, erzähl doch mal, wie Also funktioniert das? die BGA ist bei uns ein eigenständiges Unternehmen, die ein gewisses Budget hat und ein ganz normales Konto, wie auch jeder Hof, mit Aufwendungen und Einnahmen. Bei den Aufwendungen werden dann zum Beispiel Maschinenkäufe gebucht. Oder auch wenn die Höfe an die BGA Häckselgut verkaufen. Dadurch geht dann der Kontostand quasi nach unten. Und wenn die BGA dann das fertig vergorene Häckselgut als Silage verkauft und quasi Strom daraus erzeugt, wird das in der BGA unter Einnahmen gebucht und dadurch geht der Kontostand dann wieder nach oben. Im Moment haben wir es so geregelt, dass wir pro Tonne Häckselgut 100 Euro Gewinn machen bei der BGA, wenn sie das verkauft. Und im Moment ist der Kontostand, weil wir ja jetzt ja erst angefangen haben und die Maschinen am Anfang unheimlich teuer sind, bei minus 335.000 Euro. Okay, also die Allerdings. BGA ist eigentlich pleite. Ja. Nee, sie lebt von der Bank, also so wie es wahrscheinlich in den meisten realen Geschichten auch ist in der Anfangszeit. Genau, aber jetzt habt ihr das eh schon gehört, also wir kriegen einen bestimmten Geldsatz für das gelieferte Häckselgut und das verkauft dann die BGA wiederum über den, ja, über ihr System natürlich dann zu Strom und damit dann zu Geld. Damit ist, glaube ich, die Frage auch ganz gut beantwortet, weil es eben auch im, ja, bei mir in den Kommentaren war, wie wir das Ganze eben verrechnen, wer dann das Geld bekommt oder wie man das Geld eben bekommt. Eieiei, der fährt wie betrunken vor mir. Ja, der ist auch betrunken Ach wahrscheinlich. so, ah, sehr gut. Sollte ich auch mal wieder machen. Sehr Ja, gut. gut. Schlecht fürs Image. Schön besoffen hier spielen. Du. Welches Image? Team-Image. Ach so, das. Ah. Welches Team? Ja. Ja, dann kapseln wir uns halt von Vertex ab, was den Multiplayer angeht. Wie schnell fahren wir denn? 9 km/h, sehr gut. Uiuiui. Dass die Kiste nicht so schwankt. Aber der wirft wenigstens schön weit. Wir haben das am Anfang festgestellt. Der Krone-Häcksler, der wirft halt irgendwie viel zu wenig. Oder nicht weit genug, dass man hinterm Häcksler fahren kann und trotzdem das Zeug im Ladewagen ankommt. Das Problem beim Krone ist nämlich, dass da die Graspipe drauf ist. Also bei den Feldhäckslern gibt es verschiedene Pipelängen, die natürlich auch im Vorsatz abgestimmt sind. Und beim Krone ist halt der Fall, dass da halt wirklich eine Pipe oben ist, die was für einen 3 Liter Vorsatz gerechnet ist. Ah ja, okay. Dadurch ist es halt nämlich, wirft sie heute auch ganz weit, wobei das ist wahrscheinlich eine Einstellungssache von XML ist. Ja, gut, im Spiel auf jeden Fall, aber um den realen Ansatz da mit drin zu haben, ja, wieder was gelernt, ne? Das wusste ich jetzt so auch nicht. Und da hinten ist ein Paparazzi, ich sehe es genau. Ja. Der will hier die hübsche Frau mal im Schlepper fotografieren. So sieht's aus. Für den Bauern kann Der er immer, ne? Ja, genau, Streitsvögel. für den Mercedes Landwirtkalender oder so. Ja.
Mercedes Youngtimer Damenkalender. Weil ich hätte eine neue Geschäftsidee. Statt fetten Schinken gibt es einen Kalender. Kostet dann ungefähr dasselbe. Ja, fahr's gleich wieder. Ja, nee. Dann sieht es ja so aus, als hätte ich das zusammengefahren. So sieht es so aus, als hätte es der Häckslerfahrer nicht mitgenommen. Ich muss sagen, der Häcksler sieht von der Seite noch hässlicher aus als von allen anderen Perspektiven. Der eben so aus der Entfernung stand, ey, irgendwie die Kabine total hoch und hinten total winzige Reifen in einem viel zu großen Radkasten. Ja, also schön ist er nicht, das muss man echt sagen. Ja, war billig. Ja, er ist günstig und er funktioniert. Ja, genau. Das ist halt ein Russe nicht, und ich habe mal eine Reportage gesehen über Russen, war ganz witzig. Da sagte dann also eine russische Frau, also zum einen gibt es halt in Russland irgendwie einen Frauenüberschuss, relativ gewaltigen sogar. Und es gibt ein russisches Sprichwort, das besagt, ein Mann muss nur hübscher sein als ein Affe. Ja gut, das bestätigt sich aber definitiv bei den Russen irgendwie. Ja, das gilt wahrscheinlich auch für deren Häcksler. Ja, so voll me. Und im Notfall halt Wodka und dann geht das schon. Ja, schön saufen geht immer. Genau. So, hier gleich noch ein zweiter MB-Truck. Heute sind wir, haben wir einen Sternenhimmel hier. Boah. Wie romantisch. Jetzt wird's eklig. Frauenpower. Ja, und Frauenpower, genau. Das noch zusätzlich. Ach, ist das schön. Ich hätte eigentlich hinter euch bleiben können, aber... Also heute wird es, glaube ich, echt eng mit den Abfahrern. Weil wenn wir hier noch nicht mal einmal rum sind und... Aber ich konnte gerne aushelfen. Ja, freilich. Ja, so in 8 Minuten darfst du joinen. Dann wäre mir zumindest ganz recht. Ist der schon da? Ist der schon da? Achso, habe ich gar nicht... Ach stimmt, genau, das war ja vorhin die Pause. Ach, ja, wir haben gerade einen Server nämlich neu gestartet und dann haben alle gejoint. Von dem her ist da jetzt irgendwie einer dann untergegangen. Nämlich. Tja, mei. Passiert. So. Sind jetzt beide Fahrsilos leer, oder? Nein, das vordere. Okay. Das oder hintere haben wir gestern mit 202 Tonnen Gras befüllt. Ach, stimmt, das war ja deine Sammelaktion. Ja, genau. Habe ja gestern 200 Tonnen Gras vernichtet. Also die war Schwaden, gut. Wo ich in der Folge geschwadet habe, die hat der Alex dann zusammengefahren und in die BGA, nur der Vollständigkeit halber. Ja, genau. Genau. Das. Und das hat uns jetzt in dem Fall so viel Geld gebracht, dass wir uns einen 716 kaufen konnten, ohne einen Kredit aufzunehmen. Ja. Ich wollte es nur nochmal hier... festhalten. Danke. Ich hätte es fast vergessen. Ach, stimmt, ihr habt ja noch Kredite offen. Uiuiui. Fressen die euch langsam auf? Nur am Stänkern hier. Ach nee, nur ein bisschen sticheln. So ein bisschen. Ganz leicht bisschen. So mit einem Messer, das scharf ist. So in den Rücken rein, weißt du? Ja, so ein bisschen am Rücken kratzen. Mit Anlauf. Ich bin auch voll. Ja, cool, ich bin gerade erst an der BGA. Ja, habt keine Berührungsängste mit dem Häcksler. Also, in dem ist eher schade. Wenn ein paar Kratzer bekommt. Ja, was machen wir denn da eigentlich jetzt? Ne? Achso, ach, die BGA ist ja pleite. Verdammt. Sonst hätte man sich mal über ein neues Modell hier Gedanken machen können. Was lernt der eigentlich so komisch? Der Mengele. Der hat noch nicht mal 5 Stunden drauf, der Hexler. Ja, dann muss er eigentlich schon wieder weg. Der ist wie neu. Ja, dafür gibt es jetzt aber noch relativ viel Geld dafür, ne? Ja, deswegen ja. Siehst du? Ach, muss ich das jetzt alles hinten hin oder kannst du das dahinter schieben? Kann ich auch schieben. Ah ja. Dann. Oh ja, wie viel gibt es noch für das Rostding? 134.000, also viel ist anders.
Ja, dafür. Ja gut, der hat auch nicht viel gekostet wahrscheinlich. 220.000. Ja, wenn halt der Krone irgendwie so ein bisschen mehr Wurfweite hätte. Beim Angebot wäre. So für 100.000. Ja. Ja. Und 70% der Schlüssel. Aber der Mengele war irgendwie nicht so die gute Wahl. Der braucht ja ewig, bis er abgeladen hat. Ja, ja. Ach. Naja. Leer. Und? Ladeklappe offen. Super. Hab gar nicht gewusst, dass der nur unten aufmacht. Ja, siehst du mal, wie wenig ich mit dem gespielt hab. Warte mal, wer hat das letzte Mal gesagt? Hat nicht irgendwer beim Grassammeln gesessen mit der Klappe offen gehabt? Voll. Ja, aber das war, glaube ich, mit einem anderen Ladewagen. Also bei mir war es mit einem Pöttinger. Und hat der Mengele. Bei Markus war es mit einem Mengele, ja. Der hat so eine richtig schöne Schwarte wieder gezogen. Ne? Nein, es war eher breit abgelegt. Also es war so eine doppelte Schwarte dann. Aber ich habe es relativ schnell gemerkt. Ich weiß nicht, wie es beim Markus war. Der hat, glaube ich, eine Zeit lang gesammelt. Ohne dass er es gemerkt hat. Hey Jungs, ich sag's euch, der Häcksler steht, das kostet wieder Geld. Ja, ich bin schon da. Warum steht der? Bist du schon voll, Markus? Natürlich, nur einen ganz kleinen Anhänger. Krasser Scheiß. Wir haben ja einen Kredit, wir können uns nicht mehr leisten. Ja, ich weiß, ihr seid echt arm dran. Zinsen fressen uns auf. Na, oh, jetzt kommt der auch noch entgegen. Alex, wo willst du es hinhaben? Kannst du mich ein bisschen weiter nach hinten noch? Alles klar. Der Weg, der teilt das zwar einigermaßen, aber er schießt halt nicht wirklich nach vorne. Okay. Also der doch ganz nach hinten schieben. Ja, wäre praktisch erstmal. Gut. Fürs nächste Mal dann. Ja. Bin ja eh gleich wieder da. So viel wie da jetzt rauskommt. Es ist echt schade eigentlich, dass beim Schwarthäckseln so wenig rauskommt. Ja, das auf jeden ärgert Fall. Mich ein bisschen. Weil es wäre schon mal eine coole Aktion auch gewesen. Wo stehst denn du? Ach, da hinten. Na, tolle Wurst. Fahr die paar Pflanzen da hinten. Wenn man jetzt abladen würde, wäre es auch ganz schön. Steuerung I, einfach raus da. Oh, Basti kommt gleich mit dem 8er. Ah. Oh, doch so groß. Ja. Also ansonsten, bei uns würde auch noch Drehschirme stehen. Ist zwar auch blöd irgendwie, aber... Hat immer 18 Tonnen. Ja. Da komme ich ja durch. Oder halt irgendwo den Mengele vielleicht. Oder haben nur wir einen Mengele. Wir haben auch noch einen. Na dann. Im 8-Tonner werden wir es schon schauen. Ja. Nur also kleine Hänger beim Häcksel. Ich sag's euch. Nur kleine Hänger. Also wir haben keine schlammigen Bedingungen, es ist eigentlich schönstes Sommerwetter, gerade Spätsommer. Ja, aber das macht mir keinen Spaß, wenn ihr da so große Hänger fahrt. No, noch dazu habt ihr alle 40er Bulldogs. Ja. Mit der 50. Alter. Siehst du, ich schwenk dann später auf den 716 und dann geht's hier ab. Ja. Kann ich hier rumballern. Was ist denn dann das nächste Feld eigentlich? Ich habe nämlich vorhin zwar zugehört, aber irgendwie mir die Zahlen nicht gemerkt. Ach, da haben wir noch an 26, glaube ich. Quasi wie immer, ne? Habt ihr da keine Fruchtfolge oder was? Monokultur. So aus, ja. Das beutet den Boden aus. Schönen Sound hat der aber schon, der Häcksler, finde ich. Ich weiß nicht, das ist die einzige Maschine, wo sich für mich vom Sound her nicht so extrem zum Alten geändert hat. Also zum 15er. Bei den anderen Maschinen hört man irgendwie extremer einen Unterschied vom Klang. Bei dem irgendwie nicht so. Weiß nicht. Ja, ich glaube, es ist bei die Thresher sowas hat sich mit der Sound Engine eigentlich nicht viel getan. Ich bin sicher, ob sich... wenn man sich jetzt den großen New Holland Thresher anschaut. Aber bei einigen Modellen sind ja keine Sounds mehr dazu gekommen in dem Sinn. Ja gut, aber ja. Es ist ja die Soundabstimmung ist ja
zum Teil geändert worden. Also gerade wenn man sich so wie den alten Deutz Agrostar anhört, vom ja, 15er das sind zum, aber, zum 17. Auf, sind das glaube ich neue Songs. Ja, ach so, das okay. Ist neu, also das ist glaube ich auch, die sind komplett neu aufgenommen. Na okay. Ja, dann ist das was anderes. Ne, ich dachte jetzt, das wären die alten Sounds gewesen und die hat man halt einfach aufpoliert. Nee, nee, mit glaub, anderen so. Werten. Glaube ich durchaus neue Aufnahmen. Ja, okay. Ja, so, das ist ein gutes Stichwort, Alex. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.